Hallo und herzlich willkommen zur wöchentlichen Kanalinformation Nummer 4 mittlerweile. Gut, diese Woche gab es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich habe, denke ich, nur drei News. Ich sollte mir echt mal Notizen machen vorher, egal. Auf jeden Fall, freitags war das, da kamen gar keine Videos. Warum? Ganz einfach, ich wollte ja eigentlich Sonntag letzte Woche vorproduzieren, hab's dann leider irgendwie doch nicht gemacht. Asche über mein Haupt, sorry dafür, habe ich gestern ordentlich vorproduziert und wollte heute dann auch noch weiter vorproduzieren nach dem Livestream oder jetzt vielleicht noch ein paar Parts vor dem Livestream machen. Und, nun gut. Freitag wollte ich dann halt aufnehmen, ne, weil ich halt nicht vorproduziert habe und dann hochladen. Und ich hatte eigentlich schon alles offen und dann dachte ich mir, weißt du was, eine Runde Hearthstone kannst du doch noch machen. Und dann war es auf einmal schon 20 Uhr und dann dachte ich mir, jetzt brauchst du auch nicht mehr aufnehmen und hochladen, obwohl über die Woche hin schon relativ vieles spät kam. Das liegt nicht an mir, ich hatte es eigentlich pünktlich zu der Zeit hochgeladen. Nur YouTube meinte oft einfach mal 2 bis 3 Stunden das Video bearbeiten zu müssen. Tut mir leid, kann ich nichts für. Also, wirklich, das liegt an YouTube. Und, nun ja. Deswegen diese Woche weniger Videos, kamen diese Woche weniger Videos. Nächste Woche, also heißt ab morgen, wird es dann hoffentlich wieder regelmäßig weitergehen. Genau. Und apropos gleich regelmäßig weitergehen, es wird ab sofort kein Livestream-Highlights-Video mehr gegeben. Das liegt an dem Grund, da ich ja diese Lizenzen immer brauche von den Spieleherstellern und dann müsste ich auf diese Art und Weise dennoch nachfragen, ob ich denn diese Lizenz bekomme. Und ich rate bei dem Livestream doch manchmal wenig über die Spiele ab, vor allem über Cobra 11. Und ich glaube nicht, dass ich dann da die Lizenzen für bekommen würde. Deswegen würde es dieses Livestream-Highlight-Video so nicht mehr geben. Es sei denn, es kommt irgendwie so ein Livestream, Minecraft-Livestream oder sowas. Es sei denn, ich nehme diesen Stream da noch auf. Also heißt, wenn es ein FeeZBeast-Part ist oder was, hatten wir ja auch mal, dann werde ich das, denke ich, nicht machen. Oder nur dann werde ich das machen, so, meine Güte. Also, ab sofort kein Livestream-Highlights-Video mehr, es sei denn, es kommen Spiele, für die ich die Lizenzen habe. Und, ja, genau. Gut. Und die dritte News ist ganz einfach, ich habe die Lizenz für Cities in Motion 2 bekommen. Hooray! Die haben mein Krüppelenglisch tatsächlich verstanden. Die haben zwar nur geantwortet mit einem Link zu einer Seite und freundlichen Grüßen, mehr aber auch nicht. Und auf jeden Fall darf ich jetzt Cities in Motion 2 machen. Ich muss mir das Spiel dann nur noch bestellen. Ich wollte es mir auf Amazon bestellen, dann kostet das, weiß ich, 10 Euro oder so. Oder mal schauen, vielleicht hole ich es mir auf Steam, aber ich denke eher auf Amazon. Und nun gut. Deswegen freut euch demnächst dann auf ein Cities in Motion Let's Play. Wird dann, denke ich, über die Woche hinweg starten. Wahrscheinlich eher so gegen Mitte oder Ende der Woche. Und ja, richtig, richtig klasse. Wenn es nicht startet, dann sage ich warum, weil, nächste Woche warum, wahrscheinlich, weil es dann Lieferverzögerung bei Amazon gab oder ähnliches. Wunderbar, das war's dann auch schon wieder mit dem Livestream im Highlights-Video hier. Ich freue mich über eine positive Bewertung oder einen, Kommentar und wir sehen uns dann hoffentlich in den nächsten Projekten wieder. Tschüss!